Hello, I'm LaMelo and you're watching Mr. Mike Production. Yo, it's Mr. Mike! Es wird mal wieder Zeit, nach langer Zeit, mal wieder ein Video über die Ball Brothers zu machen. Über LaMelo Ball eigentlich, nur nicht die ganzen Brüder. Ihr wisst ja, früher, ich und mein BBB Germany Channel Kanal, ich und LaVar Ball, wir waren wirklich so. Und auf einmal hat er sich nicht mehr gemeldet, auf meine Nachrichten nicht mehr geantwortet, was doch sehr verletzend war. Ich meine, ihr wisst es selber, in Deutschland kennt die Ball Brothers niemand. Niemand. Nur durch mich sind die wirklich bekannt geworden. Und auch Lonzo Ball ist eigentlich nur durch mich in die NBA gekommen. Aber ja, lassen wir das Thema jetzt mal und wir springen weiter auf zu LaMelo Ball. LaMelo Ball spielt ja derzeit in der NBL in Australien. Und was ich so im Internet immer wieder lese, ist, nächstes Jahr 2020 ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die NBA. Wenn nicht sogar Pick Nummer 1. Da würde ich schon mal sagen, ja, was haltet ihr davon? Ist es möglich, dass er jetzt wirklich in die NBA kommt und vielleicht auch noch zu den Pelicans kommt, zu seinem Bruder Lonzo Ball? Wie abgefahren wäre das? Aber jetzt frage ich mich andererseits, ja, wie kann man so ausgehen, wie gut ist er? Und vor allem, wenn er in einer anderen Liga spielt. Ich meine, das ist ja sehr, sehr selten, wenn es überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass jemand aus einer anderen Liga Nummer 1 Pick wird oder überhaupt unter die ersten Picks kommt. Ne? Ich meine, die australische Liga ist mir jetzt nicht wirklich bekannt für hervorragende Superstars zum Beispiel, ne? Oder überhaupt NBA-Spieler. Vielleicht kenne ich mich nur nicht aus, dann könnt ihr mir gerne Feedback unten reinschreiben, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, ihr wisst es ja, die anderen Ligen so, Europa, Australien, sonst wo, andere Kontinente, Asien, die sind nicht so wirklich gefragt. Ne? Das sind, wenn dann, ganz einzelne Spieler, wo halt Ausnahmetalente sind. Ne? Damals Manu halt von den San Antonio Spurs, ihr wisst schon, Ginobili. Alter, jetzt mir fällt der Nachname nicht mehr ein. Ey, super geiler Spieler, ich war auch riesen Fan von ihm. Ginobili? Alter, was weiß ich. Klugscheißer, haut raus, wie es richtig aus. Ja, da einige schon den Finger. Ja, den zeige ich jetzt. Ich weiß, wie er heißt, die Idioten. Ja, okay, ey, weiter geht's. Ja, jedenfalls, ausschlaggebend ist es in meiner Hinsicht nicht, so überhaupt den Kontext herzustellen, dass du sagst, okay, in dieser Liga ist jetzt der King, in der NBA ist auch der King, weißt du? Das ist verdammt schwierig zu sagen. Er ist ja nicht Luka Doncic jetzt zum Beispiel, ne? So zum Beispiel. Aber es ist ein krasser Werdegang. Ich bin gespannt. Ich kenne natürlich nur die Highlights und so, was ich sehe. Ich habe mir noch kein ganzes Spiel von denen angeschaut, von seinem Team da. Illawarra Hawks heißen die. Seine Stats sind eigentlich so solide. Punkte 14,7 jetzt gerade aktuell, was ich habe. 6,1 Assists pro Game. Rebound 6,7. Spielzeit immer über 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Echt solide. Also er wird schon gefördert da drüben. Also er kommt zum Spielen, sammelt Praxis. Was willst du mehr? Gewachsen ist er, aber zugelegt hat von den Bildern her, denke ich mal auch. Aber ich sehe jetzt so nicht wirklich. Stats habe ich jetzt keine, wie viel er gerade wiegt. Keine Ahnung. So jedenfalls, wenn du siehst, wie er zockt und so. Also er ist auf jeden Fall ein Baller. Er hat ein Verständnis zum Spielen. Er ist nicht jetzt wirklich egomäßig unterwegs. So im Großteil. Er sieht schon die freien Männer auch und kann auch passen. Also der hat schon Skills in jeder Ebene so. Was man natürlich jetzt gleich wieder sagen würde. Ja, für die NBA ist er zu schwach. Defense-mäßig machen ihn alle fertig. Er ist ein reiner Shooter. Hat man bei Trae Young natürlich auch gesagt, aber es ist halt einfach eine andere Art von Spieler sowas. Ne? Der kann halt knipsen, ne? Wisst ihr selber, der knipst von der Mittellinie und so. Was damals zu meiner Zeit verboten war, ja, verboten. Also wenn du das gemacht hättest, so 2 Meter, 3 Meter von der Dreierlinie nochmal weiter weg zu werfen. Alter, du hast nicht getroffen. Ey, du hast die nächsten 2 Spiele von deinem Trainer aus auf der Bank verbringen dürfen. Weißt du, was ich meine? Also so mal Feedback, aber das hat sich sowieso alles geändert, ne? Heutzutage schießen auch die Center von der Mittellinie und ist alles erlaubt und Ladifari, ihr wisst ja selber. Spiel hat sich geändert. Also ich bin gespannt, würde mich freuen, wenn er in die NBA kommt. Ich würde es mir vor allem gerne sehen. Also das wäre für mich persönlich sehr interessant zu sehen. Ja, der Junge setzt sich durch, der kann spielen und so. Ob er ein Superstar ist, also meiner Meinung nach mit Sicherheit nicht, aber du weißt ja auch nie, wie er sich weiterentwickeln wird und wie er sich selber arbeiten wird. Das ist ja auch so das Ding, ne? Das ist auch immer so, vor allem überhaupt eine Sache bei einem Profi, er kommt in die NBA und du weißt ja nicht, wie geht er mit dem Druck um, wie geht er damit um, gegen die Besten der Welt zu spielen.
Luka Doncic zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel. Ne? Alter, wie krass ist Luka Doncic? Alter, leck mich am Arsch. Der ist sowas von irre, der Typ, Alter. Wer hätte das gedacht, nur weil er allein in Europa jeden zerstört hat, dass er das in der NBA so auch tut. Also Doncic ist schon wirklich anderes Next Level, meine Meinung. Wir kommen vom Thema ab. LaMelo Ball, ich bin gespannt, wird er sich durchsetzen oder nicht. Ja, Grüße noch raus an LaVar. Hau mal wieder was her, lass was hören. Ich meine, was soll es? Ich schreibe und schreibe und du antwortest nicht mehr echt. Bissel unhöflich, finde ich, aber naja, so ist halt busy. Was auch krass ist, von Big Baller Brand höre ich auch überhaupt nichts mehr. Die Marke so an sich, gibt es da noch was? Schuhe-mäßig? Keine Ahnung. War das einfach nur Werbegag? Haben sie da mit abgesahnt? Arbeiten muss die ganze Familie sowieso nicht mehr. Das ist auch schon mal Fakt. Also daher, ich gönn's ihnen. Hater könnt auch gleich wieder gerne ankommen und sagen, Pisser, hasse die Familie. Ist mir auch wurscht. Darf jeder seine eigene Meinung haben. Ich rede da kein reines drauf geschissen, so drauf geschissen, dass ich gar nicht mehr scheißen kann, weil es mir so wurscht ist, was die anderen so denken. Ich habe meine Gedanken, mein Empfinden und so und ich feiere die Jungs. Bin gespannt auf LaMelo, seinen Werdegang, was noch kommt. Lonzo Ball auch. Der andere Bruder, wie heißt er nochmal? LiAngelo, von dem hört man gar nichts mehr. Spielt der überhaupt noch aktuell? Aber von LiAngelo habe ich schon so immer so ein bisschen das Gefühl, ob der hat schon gern Basketball gespielt, aber dass er da wirklich Arbeit reinstecken würde, um Profi zu werden, ich glaube, auf keinen Fall. Ich glaube, nein, das hat der für sich selber, hat er da keinen Bock drauf, weißt du? Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde nur, es ist so meine Meinung dazu, wie der für mich persönlich rüberkommt. LaMelo hat Bock zu ballen, wie er arbeitet, weiß ich jetzt nicht. Bei Lonzo weiß ich es auch nicht so wirklich, was man so sieht, keine Ahnung. Du siehst es ja im Endeffekt dann am Spiel, wo er sich verbessert und überhaupt. Aber ich sage, LaMelo Ball hat so ein Ding, was man nicht lernen kann, und zwar dieses Verständnis für Basketballspielen, in freien Mann zu sehen. Skills natürlich auch. Es ist schon, ich finde, so highlightmäßig, was man ab und zu, ja, schon länger wie nichts gesehen, 2 Wochen mal wieder Ruhe. Man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Also ja, und ich glaube auch, so für ein Team, jetzt in Australien vor allem, die Leute kommen, um sich die Spiele anzusehen, hauptsächlich wegen ihm, also für das Team. Also es ist schon eine Bereicherung auch auf jeden Fall, würde ich sagen. Ein solider Point Guard, würde ich jetzt behaupten, ohne den zu emporzuheben. Aber ja, eure Meinung ist gefragt, würde mich sehr interessieren, wie es da so aussieht in Deutschland. Was sagt ihr, die Big Baller Family so an sich? LaMelo Ball so, Lonzo Ball, was macht der noch? Echt, haut alles her, würde mich sehr interessieren, ich lese mal alles durch. Und in der Hinsicht sage ich, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mark. Oh, ich habe noch was, und zwar ein bisschen Werbung am Schluss. Und zwar gibt es dieses Irving-Trikot zurzeit für ungelogen 18 Euro inklusive Versand bei Amazon. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, checkt das echt mal aus. Ich habe schon einige verkauft, den Link habe ich gesehen. Ey, 18 Euro. Ob das jetzt hier wirklich original von Nike ist, da enthalte ich mich komplett. Es gibt es bei Amazon, was soll ich mehr machen? Ich verkaufe die Teile so an sich nicht, ich mache nur Werbung dafür. Und für die Verarbeitung, für 18 Euro, Alter, so zum Zocken, zum draußen, zum Vollschwitzen, zum Kaputtmachen, ja, da zahle ich keine 90 Euro, da zahle ich mir lieber das und, weißt du, geiles Teil. Und jetzt war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Brrr.